herzlich willkommen zu Star Touch. Bei uns ist heute zu Gast die ehemalige verliebte Merlin-Hauptdarstellerin Laura Oswald. Hallo. Hallo. Laura, schön, dass du da bist erstmal. Danke. Und du bist ja vor allem bekannt geworden durch zwei Serien, die sehr erfolgreich gelaufen sind. Das war zum einen Schulmädchen, ja, zum anderen verliebte Merlin. Genau. Wie bist du an die Rollen gekommen? Also bei mir ist das ganz normal abgelaufen. Ich habe mal ganz vor mit 15 oder 16 damit angefangen, habe mir dann eine Agentur gesucht und die hat mich dann quasi zu Castings geschickt. Und bei der Agentur bin ich jetzt auch immer noch. Und für Verliebten Berlin war es so, dass ich nach Berlin geflogen bin auf ein Vorcasting und da habe ich eigentlich für eine andere Rolle vorgesprochen. Da für welche? Für die Kim Seidel habe ich damals vorgesprochen. Okay. Genau. Das wäre ja was ganz anderes gewesen, ne? Genau, da fanden die aber eher, dass ich doch eher so die lustige, nette von nebenan bin und deswegen bin ich dann nochmal auf ein Casting nach Berlin geflogen und dann habe ich die Rolle bekommen. Und bei Schulmädchen war es ganz ähnlich. Damals war ich noch in einer anderen Serie drin, für Sat.1, fürs Alpha-Team. Mhm. Und dann bin ich auch nach München geflogen und habe dann dort auch die Rolle bekommen. Mhm. Welche Rolle hat dir mehr gelegen? Das kann man so nicht sagen, es macht beides Spaß. Also diese Kara bei Schulmädchen ist natürlich so ziemlich die Haut-drauf-Rolle und es macht schon Spaß, einfach sich komplett auszuleben und Quatsch zu machen. Das war auch ein super Team, also es hat super viel Spaß gemacht. Verliebt in Berlin war dann doch ein bisschen ernster und ein bisschen weinen, ein bisschen traurig. Es hat beides halt super viele Facetten, die Spaß machen zu spielen. Also ich könnte nicht sagen, was mir besser gefällt von beiden. Ja. Wird man denn von den Fans stark über die Rolle identifiziert? Das auf jeden Fall. Also bei Hannah habe ich das ganz krass gemerkt. Also dass die kleinen Mädels mir selbst geschneiderte Sachen geschickt haben oder 25 Meter lange Fanbriefe. Und die haben sich wirklich sehr, sehr, die jungen Mädchen, einfach dieser Erfolg und dieser Erfolgsweg, dieser Figur eben, die das alle sehr nachahmenswert fanden. Es war auch ganz schön, ne, dass die so einen Punkt sehen, ach, man kann es auch so machen und da Ehrgeiz entwickeln. Bei Kara waren es natürlich mehr die Jungs, also bei Schulmädchen, von denen ich da Post gekriegt habe. Wie muss ich mir denn so einen Tag am Set vorstellen jetzt bei Verliebt in Berlin? Wann fangt ihr da morgens an? Wie oft wurde da gedreht? Also dadurch, dass wir in Adlershof gedreht haben, musste ich um 7 dort am Set sein. Das heißt, ich bin schon mal eine Dreiviertelstunde dahin gefahren worden. Also 5:45 raus, ab ins Auto. Jeden Tag oder? Ja, jeden Tag. Also ich habe ja vorher noch die Nebenrolle gespielt. Da war es nicht so schlimm. Da war ich so 3-4 Tage die Woche da, den ganzen Tag. Und da war es wirklich so fast 5-6 Tage die Woche, von morgens um 7 bis abends um 6. Aber wenn das Spaß macht, ist sogar das ziemlich leicht ertragbar. Also ich hatte nie das Gefühl, boah, ich kann nicht. Oder hatte nie morgens das Gefühl, boah, nee, ich habe keinen Bock oder so. Es war immer schön, immer angenehm. Ich bin da immer gerne hin. Okay. Hast du dann auch zwischendrin Pausen gehabt oder hat man da wirklich bis auf 10 Minuten mal eine kurze Pause durchweg gedreht als Hauptperson? Wenn man die Nebenrolle quasi spielt, hat man schon mal die Möglichkeit, 2 Wochen in Urlaub zu fahren. Okay. Dann sagen die halt einfach, okay, die Rolle ist auch im Urlaub oder sonst was. Aber bei einer Hauptrolle ist das schwierig. Also da ist man dann wirklich durchgehend da. Mhm. Und gibt es eine Art von Rolle, wo du sagst, die würde ich unheimlich gerne mal spielen? Das würde mich reizen? Also was ich da auf jeden Fall gerne mal machen würde, ist ein Kostümfilm. Da geht es gar nicht so um die Rolle, aber mal so was Barockes zu spielen. Allein die Klamotten, das Make-up, die Haare. Und natürlich einfach eine Figur zu spielen, die aus einem anderen Jahrhundert, Ding Dong, aus einem anderen Jahrhundert kommt. Okay. Und du hast ja eine neue RTL-Serie gerade am Start. Genau. Doctor's Diary. Männer sind die beste Medizin. Das wussten wir ja schon lange. Eben. Worum geht's da? Da geht es erstmal um Dr. Gretchen Hase. Die wird gespielt von Diana Amft und die spielt eben so ein bisschen Jones, mit Bridget Jones mäßig, eine leicht übergewichtige, also ich würde jetzt nicht sagen fette Ärztin, die durch einige Umstände in ihrem Leben, also ihr Mann hat sie betrogen und das hat sie herausgefunden, also ihr Zukünftiger, genau am Hochzeitstag, und dann ist sie eben ist zu ihren Eltern wieder nach Hause gezogen, ins alte Kinderzimmer und wird eben Ärztin an dem Krankenhaus, wo ich auch arbeite. Aha. Ich spiele quasi die Antagonistin, also die Böse, die böse Schwester Gabi. Mhm. Das ist auch mal was ganz anderes, ne? Ja, vor allem, weil ich ja vorher wirklich, wenn dann so die lieben Mädchen, die zickigen Mädchen und sowas gespielt habe, und es mal richtig böse, ist schon auf jeden Fall eine Aufgabe, würde ich sagen. Okay. Und du bist dann ihre direkte Feindin, oder wie muss man sagen? Es gibt ja immer eine, genau, es gibt eine gute und es gibt eine böse. Und das Schöne halt an der bösen Rolle ist, dass sie nicht grundweg böse ist, sondern es gibt einen Grund, warum sie so geworden ist. Es ist so ein Mensch, der immer die ewige Zweite war und so. Und sowas frustriert einfach über die Jahre. Und es gibt eben Leute, bei denen mutiert das dann in eine Richtung, die vielleicht nicht so schön ist. Aber das Schöne an der Sache ist auch, man kann Momente spielen, oder ich konnte Momente spielen, wo die Figur auch einfach gebrochen ist, wo sie eben auch leid tun kann, weil sie nicht aus tiefstem Herzen einfach nur böse ist, sondern einfach so geworden ist. Und das war eine Herausforderung, hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich bin auch echt froh, dass mir das mal jemand zugetraut hat. Aha. Auch da geht es also um die Männer, ja? Da geht es auch um die Männer, ja. Es geht immer um die Männer. Und es sind, glaube ich, 7 Folgen geplant jetzt erstmal. Wird es eine Fortsetzung geben oder ist das noch nicht klar bis jetzt? Also es sind 8 Folgen geplant, 2 sind schon ausgestrahlt worden. Und das wird jetzt weitergehen. Es kommt darauf an, wie die Quoten sich halten. Ja. Also die Anfangsquoten waren ganz gut für RTL. Und wenn das so bleibt, dann hoffe ich doch mal stark, dass wir weiterdrehen.
Okay. Und du bist ja auch als Model öfter mal unterwegs. Gibt es da was Aktuelles im Moment bei dir? Also als Model unterwegs würde ich nicht mal sagen, ich habe das früher gemacht. Ich habe das so in meiner Teenie-Zeit gemacht, ja. So Bravo Girl und Mädchenkamera-Zeugs. Aber man sieht dich auch oft auf Zeitschriften zum Beispiel. Sieht man bei dir eigentlich relativ oft. Ja, aber das ist halt dann in Kombination mit einer Fernsehgeschichte, genau. Okay. Und ich glaube, das war das Schöne daran war früher, dass ich mir damit wirklich meinen Schauspielunterricht finanzieren konnte. Ja. Also das ist ja doch relativ teuer. So eine Schauspielstunde kostet 50, 60, 70, 80 Euro. Kommt darauf an, wohin man geht. Und das kann man nicht einfach so vom Taschengeld finanzieren. Deswegen war das ganz schön, dass ich die Möglichkeit hatte, das mir selbst zu finanzieren und das Geld auch dementsprechend da ausgeben zu können. Okay. Und jetzt sind wir schon fast am Ende des Interviews angekommen. Bleiben noch die Top 7. Das sind 7 Fragen, die jeder bei uns beantworten muss. Oh, okay. Und das bitte ganz spontan. Die erste Frage. Mein größter Traum ist? Ja, doch mal eine Kostümrolle zu drehen. Ein schöner historischer Kostümfilm. Okay. Ist ein großer Traum auf jeden Fall. Ich bewundere. Cameron Diaz, weil sie unglaublich sportlich, cool und trotzdem saumäßig lustig ist. Aha, ich verachte. Ich verachte. Da kommt jeder in Stocken bei der Frage. Ja, jetzt ist es schwierig, weil da kann man sich natürlich auch ziemlich in die Nesseln setzen. Mir fällt jetzt ehrlich gesagt niemand wirklich ein. Ich glaube an? Nicht an Gott, aber trotzdem an etwas. Etwas undefinierbar. Es muss was da sein. Ich würde es jetzt nicht Gott nennen, aber ich bin der Kirche nicht so fern, wie man glauben könnte. Okay. Berühmt zu sein ist mir. Ein Riesenspaß, wobei ich nicht sagen würde, dass ich berühmt bin, sondern dass mich ein paar Leute auf der Straße erkennen, ist halt mehr so eine kleine Berühmtheit, aber das ist schon lustig. Bis jetzt ist es mir noch nicht unangenehm aufgefallen. Okay, mein schönstes Körperteil ist? Och, ich finde eigentlich alles ganz okay. So. Also, genau dasselbe hat dein Kollege Manuel Cortez auch gesagt. Ja, mir ist alles eigentlich ganz super, man kann an allem aber trotzdem auch arbeiten. Okay, mein Lebensmotto ist? Nur die Verrückten überleben. Also es gibt nichts Schlimmeres als Langweiler. Sehr schöne Thesen. Ja. Vielen Dank, Laura, für das liebe Gespräch. Gerne. Ich wünsche dir alles Gute und ich hoffe sehr, dass wir dich noch in ganz vielen TV-Rollen sehen. Und dass vor allem Dr. Styrie klappt. Das wäre ein großer Wunsch. Ja, das wünsche ich dir. Viel Glück dabei. Ja, das war StarTouch für heute mit Laura Oswald. Alle Infos zum Format gibt's auf www.star-touch.de. Tschüss, bis bald.